Es ist ganz wichtig, dass man schon im Kindesalter und im Kindergartenalter lesen, Bücher kennenlernt und auf diese Art und Weise mit Lesungen, mit spannenden Lesungen, mit bekannten Autoren, mit bekannten Schauspielern werden Geschichten erzählt, werden Erlebnisse erzählt und vielleicht kann man Kinder, Jugendliche so zum Lesen bewegen. Dieses Entlein war ich, übrigens ein Mädchen. Nein, nein, ich mag nicht aus dem Wasser herauskommen, rief ich meiner Mutter zu. Sie raste entsetzt gackernd um den Trog herum, in dem ich zum ersten Mal schwamm. Das sind zwei Geschichten, die wirklich stattgefunden haben, die sie nicht erfunden. Und nachdem ich am Wörthersee wohne, ist das auch ein Hommage an den Wörthersee und an die Tiere, die dort mitten unter uns leben. Und dann gab es wiederum Gönner, die es möglich gemacht haben, hier in der Arbeiterkammer das vor so vielen Kindern vorzuführen. Und natürlich nicht zu vergessen die Mercedes und der Aljoscha, weil das ist eine Seltenheit, dass so bekannte Künstler sich mit einem Kinderbuch beschäftigen. Jetzt möchte ich einmal hören, ob ihr wirklich laut trampeln könnt. Könnt ihr das? Das Besondere war ganz sicher, dass das erstens eine Autorin ist, die ihr erstes Kinderbuch geschrieben hat und dann auch die Schauspielerin, die das Buch präsentiert hat, die Mercedes Echerer ist, der sehr bekannt und berühmt. Ich hoffe, dass mit diesen Aktionen, die wir setzen, sehr viele auch Eltern in die Bücherei der Arbeiterkammer kommen und Bücher ausbauen und zum Lesen animiert werden. Kinder sind das kritischste Publikum überhaupt. Wenn man nicht gut ist, langweilt das die Kinder und die Kinder zeigen das auch. Das finde ich toll. Ja? Also man muss sein Bestes geben, man muss sich auch sehr gut vorbereiten. Es ist nicht einfach, da liest man halt irgendwas. Und man muss sie auch einbinden, finde ich. Das hat mir auch immer Spaß gemacht als Kind, das hat mir als Mutter Spaß gemacht, das macht mir auch als Schauspielerin Spaß. Und die Kinder waren toll heute. Sie haben mitgefiebert, mitgelitten, weil manche Sachen im Märchen sind auch traurig oder auch aufregend. Und wenn dann ein Publikum so bei der Sache ist, bei der Geschichte ist, dann ist das in erster Linie eine Bestätigung für die Geschichte und in zweiter Linie auch für uns, die wir es interpretieren.